Was ist denn schon wieder hier los, verdammt nochmal? Was hast du dicke Nudel denn schon wieder bestellt? Ja, das wird eure Kletterwand. Das ist, glaube ich, die größte Kletterwand, die wir jemals hatten und ich auch jemals gesehen habe. Sie heißt Clickit, wird von Fenrir produziert und von Sonmix Home vertrieben. Wir haben schon einiges von Sonmix Home bestellt. Auch dieses Teil hier mit einer Katzenhöhle und einer Ablage, wo die Katzen sich drauflegen können. Und diesen Schrank, wo wir unser Katzenklo drinne verstecken, was ich persönlich sehr praktisch finde. Kommen wir zurück zur Kletterwand. Ich dachte eigentlich, dass da ein haufenweise Pakete kommen, aber es kamen wirklich nur 3 große Pakete an. Wir haben uns dann gemeinsam an den Aufbau gemacht. Ich glaube, der Jengis hat ein bisschen mehr gemacht als ich. Ich habe ihn dabei ein bisschen gefilmt und unterstützt. An für sich war es gar nicht so schwierig, die Kletterwand aufzubauen. Wir hatten jetzt nur das Problem, dass wir links an der Wand einen Hohlraum hinten hatten. Heißt, ich musste nochmal los in den Baumarkt und musste mir entsprechende Dübel dafür kaufen, dass das auch alles ordnungsgemäß fest ist und hält. Aber das war halt unser Pech, weil wir die Wand genau dort im Flur platzieren wollten. Denn sonst ist wirklich alles dabei, von Wasserwaage, Schrauben, Dübeln und auch Aufsätze für die Bohrmaschine. Da ist wirklich alles mitgeliefert und da müsst ihr euch wirklich keine Sorgen machen. Da hat die Firma wirklich an alles gedacht. Kommen wir ganz kurz zu den Kosten von der Kletterwand. Also ihr könnt alle Elemente auch einzeln bestellen, das geht auch. Wir haben jetzt das größte Set. Wir haben die Clickit Planet, das ist ein 10er-Set. Also da sind alle Elemente dabei. Und die Kletterwand ist offiziell noch nicht auf dem Markt. Deshalb müsst ihr eine Anzahlung von 1 Euro tätigen. Und es gibt noch einen Rabattcode, der heißt Clickit. Mit dem spart ihr 30%. Und dann kostet die Kletterwand tatsächlich nur noch 489 Euro. Aber diesen 1 Euro müsst ihr anzahlen. Kommen wir zurück zu der Kletterwand. Es sind wirklich sehr schöne Elemente verbaut. Sogar eine Futterstation ist mit dabei, wo die Kuschi natürlich gleich drangegangen ist und ihre leckeren Leckerlis gefressen hat. Bulmi hat auch schon seinen Lieblingsplatz gefunden. Der ist natürlich mit weichen Kissen ausgelegt und sowas lieben die Katzen ja extrem. So, Bulmi, jetzt bist du dran. Erzähl uns mal, wie findest du die Kletterwand? Das ist einfach nur mega affengeil, ich sag's euch. Endlich habe ich einen Ort, an dem ich mich zurückziehen und mich vor eurem Kuschelattacken verstecken kann. So etwas Schönes habe ich von euch noch nie geschenkt bekommen. Ich bin auch nett und werde sie ausnahmsweise mit Kuschi teilen, denn sie ist ja groß genug für uns beide. Am liebsten mag ich dieses Dingsda-Boomster. Hier diese Höhle mit der runden Scheibe. Jetzt kann ich von oben aus alles beobachten. Da bin ich echt glücklich und dankbar, dass die Katzen sich so über diese Kletterwand freuen. Ich persönlich mag ja diese Brücke am meisten. Wir haben sie über der Tür befestigt. Ich musste Bulmi mit einem Stück Schinken etwas locken, damit er sich da oben dran traut. Aber es hat alles wunderbar funktioniert und wir sind einfach nur wirklich glücklich, dass die Katzen jetzt einen Ort haben, wo sie sich auch einfach mal entspannen und zurückziehen können. Macht euch keine Sorgen um den Aufbau. Die Kletterwand heißt nicht umsonst Clickit, denn ihr seht, die Elemente werden einfach nur eingeklickt. Das heißt, ihr müsst einfach nur Bohrlöcher machen und der Rest erledigt sich eigentlich schon von selbst. Alle Kissen und alle Auflagen könnt ihr auch separat abziehen und in die Waschmaschine stecken. Auch den Stoff von der Treppe könnt ihr ganz einfach lösen und ebenfalls in die Waschmaschine stecken. Sogar die Schienen lassen sich einfach reinigen, indem ihr sie unter warmem Wasser einfach abspült. Diese Kletterwand ist eine Kletterwand fürs Leben und alle Teile, falls auch mal was kaputt gehen sollte, könnt ihr einfach alles separat nachbestellen. Ich verlinke euch in meiner Infobox alle Informationen, die ihr braucht. Schaut da gerne mal vorbei. Und bitte denkt an den Rabattcode Clickit, weil mit dem spart ihr wirklich ein paar Euros. Was denkt ihr über die Kletterwand? Stellt mir Fragen, ich werde sie euch gerne beantworten. Und wenn euch die Kletterwand auch so gut gefällt wie uns, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal und wir wünschen euch eine wunderbare Zeit. Haben euch lieb. Tschüss.